Mit Digital X Energy stellen wir Potenziale innovativer Energielösungen vor und laden BerlinerInnen zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Das Ganze ist eine der dezentralen Maßnahmen der Strategie Gemeinsam Digital Berlin. In diesem Video beantworten Expertinnen und Menschen aus der Startup- und Gründerszene aktuelle Fragen, die wir gesammelt haben. Von MieterInnen, Gewerbetreibenden, ImmobilieneigentümerInnen und aus der Bau- und Immobilienwirtschaft. Denn für viele unserer Probleme gibt es bereits gute Ideen und Lösungsansätze, wie wir mit Digital X Energy zeigen möchten. In diesem Video beantworten wir ausgewählte Fragen von MieterInnen. Hallo, ich bin Jonas von Urban Impact Agency. Wir wollten wissen, welche innovativen Ansätze es für Mieter und Mieterinnen gibt, auch zu Hause im Alltag einen Beitrag für die Energiewende zu leisten und dabei Kosten und CO2 einzusparen. Dafür haben wir mit Expertinnen aus der Berliner Energie- und Startup- und Gründerszene gesprochen und unter anderem folgende Fragen gestellt. Wie funktioniert denn Steckersolar für den Balkon zu Hause? Und was muss man dabei beachten? Welche neuen Arten gibt es, Grünstrom für zu Hause zu beziehen? Und wie kann man auch als Mieterin noch smart Energie einsparen? Klingt spannend? Dann hören wir mal rein. Also Steckersolar ist grundsätzlich ein Set aus verschiedenen Komponenten, um halt zu Hause selber Strom zu produzieren. Das besteht zumeist aus einmal Solarpanels, die man selbst zu Hause anbringen kann, und einem Mikrowechselrichter, was sozusagen an die Solarpanels angeschlossen wird und dann zusätzlich an die Haushaltssteckdose. Und darüber wird dann sozusagen einer grüner Strom produziert und in das eigene Haushalt eingespeist. Und das kann halt Geräte wie zu Hause wie den Kühlschrank oder Intel-Router dann mit Strom versorgen. Und so braucht man halt weniger Strom aus dem Stromnetz und spart damit praktisch Kosten. Der Mieter sollte im Idealfall immer mal mit dem Vermieter vorher sprechen, bevor er so ein System installiert. Da gibt es auch verschiedene Systeme, die man dann installieren kann. Es gibt sozusagen sehr, sehr viele Glasmodule aktuell auf dem Markt, die so angeboten werden. Da muss man aufpassen, dass man sozusagen passende Module da auch dann tatsächlich erwirbt. Für Balkon ist es quasi eine Fassadenmontage. Da braucht man spezielle Module, die für Überkopfverglasung zertifiziert sind. Alternativ gibt es halt auch vereinfachte Produkte. Da gibt es sozusagen deutlich leichtere Module und werden dann einfach mit Klettband festmontiert und können dann auch auf deutlich größeren Höhen noch montiert werden. Die flexiblen Module haben auch den Vorteil, dass sie eher als Sichtschutz deklariert werden. Das heißt, Sichtschutz darf man ja grundsätzlich immer auf dem Balkon anbringen. Da hat man eigentlich eher weniger Probleme sozusagen als mit den Glasmodulen. Also traditionell ist es immer so gewesen, man legt die eben auf einen Preis fest, den man dann eben 12 bis 24 Monate auch weiterhin bezahlt. Und die neueren Modelle gehen ja halt alles in die eher smarte Energieoptimierung, also dass man wirklich in Echtzeit Preise sieht und dann eben aber auch bei den Privatpersonen sein Verbrauchverhalten anpasst oder die Industrieanlagen und die Verbraucher und die Prozesse dort optimiert. Also dass es quasi in so eine Art Echtzeit-Matching geht, ganz wie viel Strom wird gerade produziert im Großmarkt, was halt eben durch die Erneuerbaren nicht immer 100% voraussehbar ist. Aber wenn man halt eben viel gerade produziert an erneuerbaren Strom, dass man dann eben auch echte Real-Time-Matching hat von Demand und Supply. Und im Endeffekt hilft das eben auch dann wieder, die Netze zu stabilisieren. Im Endeffekt ist es günstiger für die Verbraucher. Und da ist halt enorm viel Bewegung gerade im Markt. Und eine Sache, die Mieter auch machen können, die etwas umständlicher bzw. auch komplexer ist, aber durchaus den größten Hebel hat, ist das ganze Thema Mieterstrom. Hier ist es so, dass Solaranlagen auf dem Dach gemeinschaftlich betrieben werden und das ganze Haus von Solarstrom profitieren kann. Das funktioniert natürlich immer nur im Zusammenspiel mit dem Vermieter bzw. mit der Hausverwaltung. Ist sicherlich ein größeres Projekt, aber da gibt es wirklich einen sehr, sehr großen Hebel. Und wir haben auch schon Projekte begleitet, wo aus der Mieterinnenschaft solche Projekte heraus entwickelt wurden. Und die Vermieter profitieren meistens auch, insbesondere wenn man Unternehmen dazu holt, die das ganze Projekt abwickeln. Und dann kann das ein sehr schönes Projekt sein, aus dem sowohl Vermieter als auch Mieter was für sich, für einen eigenen Geldbeutel und fürs Klima mitnehmen können. Und in der Heizperiode ist ein guter Weg, viel einzusparen,
die Heizung runter zu regulieren. Und wenn man das innovativ machen möchte, ist ein digitales Thermostatventil tatsächlich eine gute Lösung, weil es bequem ist, weil man es auch smart einstellen kann von unterwegs und so die Temperatur regulieren. Man muss eben über Kenntnis verfügen, wie man einen Thermostat auswechselt, aber das ist für jeden eigentlich machbar. Da gibt es YouTube-Anleitungen. Also ich sehe nicht, dass es grundsätzlich notwendig ist, das mit dem Vermieter abzustimmen. Es gibt auch Vermieter, die das von sich aus tun, also die das ihren Mietern anbieten.